Robin? Natürlich. Nehmen wir das hier, oder? Ja, sicher. Wenn wir schon da haben, dann gehen wir gleich rein. Ui, ist das schon schön. Ich glaube, da möchte ich dann hinunter. Oder machen wir es gleich? Nö, jetzt. Ich gehe voran. Also standardliche Freunde, wir sind ja gerade in einem alten Stasi-Bunker in Brandenburg, mein Lieblingsösterreich. In Wandlitz. Hier haben wir ein schönes Loch gerade gefunden. Und was macht man, wenn man schöne Löcher findet? Man klettert hinein. Bitte mach keinen auf Lubuke. So. Bei mir ist es lustig, weil ich habe eigentlich eine Gipshand. Warum kann ich keine Hobbys haben, die normal sind? Nein, ich muss immer irgendwo da rumkrallen. Leck mich doch am Zückerli. Geht's damit weiter? Hier geht's weiter, aber ich habe keine Ahnung, wo ich mich spiele. Wird's eng? Jo. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Von nichts kommt nichts, oder? Also Freunde, macht uns bitte niemals nach. Vor allem nicht, wenn du eine Gipshand hast. Das ist so eng, dass du... Ach Gott. Irgendwie ist es jetzt schon gruselig, aber... Wenn ich so nach hinten schaue, muss ich feststellen, dass das kein Ende nimmt. Also, schauen wir uns lieber andere Sachen an, wenn wir nur 10 Minuten Zeit haben. Warum mache ich so eine Scheiße immer? Sag mir das bitte. Gut. Es geht nicht weiter. Wir machen Rückzug. Gut. Könnte halt gut sein, dass es einmal komplett rumgeht. Aber ja, das könnte möglich sein, aber warum das gut war? Schauen wir lieber oben weiter. Kurze Nebeninformation. Der ist nicht gebrochen, sondern ich habe mit meinem Finger eine Sehne wurde genäht. Also man kann ihn benutzen. Irgendwie. Halbwegs.